Ui, 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 ich hab hier ein Paket bekommen. Mein erster Fanpost. hier, von Jan Philipp K. Ich werde den jetzt erstmal auf meinen Tisch stellen. Ich habe diese Fanpost auf den Tisch gestellt. Und jetzt werde ich darauf erstmal so richtig ein Bier trinken. Ah. Scheiße, ein bisschen Bierausscheidung. Und nachdem ich dieses Bier ausgetrunken habe, werde ich diese Fanpost mit das da aufmachen. Und ich bin gespannt, was hier in diesen in diesen hier in dieser Fanpaket drin ist, weil das hier ist voll süffig und so weiter. Keine Ahnung, da ist irgendwas ausgelaufen drin, weil das hier alles nass ist und so weiter. Das sifft hier voll rum. Das wurde mit ganz vielen Tropfen und so weiter und durch Nässerung und so weiter von diesen Postboten zu mir abgegeben. Als ich das dann gehoben habe, das ist komplett alles nass hier. Diese ganze Flüssigkeit fällt von diesem Paket runter. So, jetzt diese versüffte Fanpost öffnen. Oh, das riecht voll nach Alkohol. Hier sind ganz viele Zeitungen und Papiere, die total feucht sind und sowas. Nee, ich habe Glasscherben zugeschickt bekommen. Nicht irgendwelche Glasscherben, sondern Glasscherben von meinem Lieblingsbiermarke, Zellerbier. Das ist hier dunkles Bier und dunkles Bier ist nicht mein Favorit. Mein Favorit ist Urtrüb oder Pilsener. Aber trotzdem voll scheiße, dass ich das nur in Scherben bekommen habe. Jetzt muss ich diese ganzen Scherben und dieses. Das ist alles hier voll nass und sowas. Wegmachen. Oh, ne. Hier ist noch eine Bierflasche. Und die ist ganz. Das finde ich voll cool. Ich sollte jetzt diese ganzen Papiere entfernen. Hier, Zeller Bier, Pilsener. Mein Lieblingsgenussbier. Ich freue mich, dass diese Flasche hier nicht in Scherben angeliefert kam. Ne, hier ist noch eine Bierflasche angeliefert gekommen. Hier Grevenstein oder wie sich das nennt. Oder Grafensteine heißt das. Scheiße, das ist auch nur in Scherben angeliefert gekommen. Guck mal. Hier ist ein Warensteiner drin. Aber leider in alkoholfrei. Warum nicht? Boah, ist hier noch irgendwas drin? Aber komplett versufft alles. Nee, alles hier, sonst hier Scherben und so weiter überall. Und nass und so weiter. Und darauf, dass ich heute meinen ersten Fanpost bekommen habe, werde ich Zeller Bier trinken. Das floppt so schön. Das schmeckt voll cool und entspannt. Weil hier Zeller Bier gibt das hier in Bremen überhaupt gar nicht zu verkaufen. Deswegen freue ich mich jedes Mal, wenn ich Zeller Bier trinke. Ah ja, zu Thema Fanpost. Wenn ihr mir hier, wie heißt das nochmal, Fanpost schicken wollt, dann sperrt mich zu oder so. Und irgendwann, wenn mich genug Leute zuspammen, werde ich mir ein Postfach eröffnen, damit ihr mir hier Fanpost schicken könnt, dass ich das auch hier verfilmen kann beim Öffnen.
Das würde ich dann machen, aber auch nur, wenn genug Leute da sind, sodass ich das, sodass ich dann die Vermutung habe, dass sich das lohnen wird. Weil meine private Anschrift werde ich auf gar keinen Fall öffentlich bekannt geben. Jan Philipp K. kenne ich persönlich, von daher hat er meine Adresse. Und deswegen hat er mir Fanpost schicken können. Jan Philipp K., es hat mich sehr gefreut, deine Fanpost bekommen zu haben. Man sollte sich auf jeden Fall mal wieder besuchen kommen. Ich werde noch weiter dieses hier mein Lieblingsgenussbier weiter trinken. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer verschissener Natururin.